wir haben heute unseren letzten Tag hier. Also Sie sehen es ja auch, hier ist gerade Umbauphase, alle räumen ein, Umzug quasi. Wir haben so die letzten Tage auch ein bisschen aus Kartons gelebt, weil man will sich ja vorbereiten. Und jetzt ist es soweit, ja, das ist jetzt gerade zugemacht worden. Und jetzt geht es darum, wirklich den letzten Rest einzupacken. Und ab morgen, ja, wird es hier eine Baustelle für 9 Werktage und alles wird quasi neu gemacht. Ich glaube, ich freue mich am meisten auf die räumliche Veränderung. Das wird ja alles total modern, ein bisschen so anthrazitgrau gehalten und einfach, dass wir hier halt zukünftig durch diese Filiale laufen, als wäre es unser Wohnzimmer quasi und wirklich das Ziel ist, jeden Kunden herzlich willkommen zu heißen und einfach auch mit den Kunden in Gespräche zu kommen über Themen, die nichts mit Bank zu tun haben. Das ist das, wo ich mich so am meisten drauf freue. Ja, wir haben natürlich im Vorwege viel mit den Kunden darüber gesprochen, was wird hier passieren, haben die Videos, die es dazu schon gab, den Kunden gezeigt, haben Bilder gezeigt, haben Werbung gemacht für unsere Wiedereröffnung, auch für die Möglichkeiten, die die Filiale bietet, Ausstellungsfläche, Nachbarschaft etc. Und die Kunden haben das alles sehr, sehr positiv aufgenommen, sowohl die Gewerbekunden, die dann was ausstellen wollen, als auch die anderen Kunden. Das ist ein Mensch, klasse Konzept, super Ideen, die ihr da habt und die freuen sich auch alle sehr drauf. Die wesentlichen Elemente im Lean-Verfahren sind zum einen effiziente Abläufe auf der Baustelle, weil wer kennt das nicht, man kommt auf die Baustelle, der Deckenbauer will die Decke wieder schließen, der Klimatechniker steckt noch in der Decke, der Elektriker ist nicht fertig geworden und schon gibt es einen Stau und eine Verzögerung auf der Baustelle. Also das ist ein ganz wesentliches Element. Das zweite Element ist ein hoher Grad an Standardisierung, möglichst viele Elemente des Innenbaus vorkonfektioniert anliefern zu lassen. Wir bauen jetzt hier Raum- und Raumlösungen, das ist ein Besprechungszimmer, die wir ursprünglich als Gipskartonwände geplant haben. In diesem Fall ist es so, die werden jetzt auch in der Hälfte ungefähr der Zeit, wenn diese sogenannten Kuben nennen wir sie, hier aufgestellt, installiert. Die ganze Elektrotechnik ist vorinstalliert, das heißt, wir haben dann nur noch eine sogenannte Plug-and-Play-Technik und können dann sofort die Geräte in Betrieb nehmen. Ja, wir wollen hier ein ganz neues Filialkonzept mit Leben füllen. Wir nennen das Nachbarschaftskonzept. Es geht darum, ein Treffpunkt zu sein für die Menschen in der unmittelbaren Umgebung, in ihrem Kiez, in ihrem kleinen Stadtteil, in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Wir müssen den Dreiklang hinbekommen zwischen den beschränkten finanziellen Möglichkeiten, die wir heute haben. Alle Banken sind ja unter Ertragsdruck, damit auch unter Kostendruck. Deshalb gibt es ein sehr enges Budget, was immer weiter optimiert werden muss. Und gleichzeitig wollen wir aber unseren Kunden das Optimum an Qualität bieten. Und als dritte Dimension kommt hinzu, dass wir vorübergehend schließen müssen für den Umbau. Diese Zeit, diese sogenannte Schließzeit, aber extrem kurz sein muss, weil wir die Kunden ja nicht im Regen stehen lassen können. Wir haben hier die Funktion für alle Sparkassen in Deutschland, dieses neue Konzept für alle der Zukunft zu gestalten, auszuprobieren und dann auch hier in Hamburg in die Fläche zu bringen, damit alle anderen überlegen können, ob das für sie auch das Richtige ist. Die erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Wir haben hier einen tollen Grundriss, den wir sehr gut mit Leben gefüllt haben. Es ist voll, die Kunden kommen gerne hier rein. Insgesamt ist das ein sehr guter Wurf.